Nächten. Was die Partikel fehlen. Grüß euch, grüß euch. Ja, die heutige Folge, Montag ist, Smart Smokers Probe ist, wir nehmen heute nicht auf für unsere CD, die in Kürze weitergemacht wird, sondern wir haben heute Probe für unseren nächsten Auftritt am Samstag. Schauen uns ein paar Sachen an, weil wir ja jetzt mittlerweile in einer Unplugged-Version auftreten. Und ich möchte euch im Zuge dessen nochmal kurz die Band vorstellen natürlich, als allererstes. Eigentlich Schlagzeug, aber mittlerweile, jetzt macht er eben Unplugged, macht er die Cajon und spielt auch Gitarre. Der zeigt uns Gitarristen sehr oft die Sachen, wie man es richtig macht. Der hat das nämlich studiert, ist der Gustav Richter für euch. Gesang selbstverständlich, ich habe gerade vergessen, den Gesang. Dankeschön, lieber Gerald. Dann ist das, aber das tatsächliche Multitalent in der Band sitzt daneben. Das ist Liedgesang, Schepperl, Waschrumpel. Der Waschrumpel und schaut dann, nicht nur der, gut aus. Ja, ist also insgesamt der Wahnsinn, ist der Gerald Griebaum. Guten Abend. So, und dann haben wir noch, last but not least, Liedgitarre, Lerchalgesang. Und der kann aber auch noch so Schepper, Schecker, Eck, Ding, kann er noch. Und das alles. Und ich werde es dann eh gleich hören und hoffentlich bald auch sehen, wenn es dann vorbeischaut. Wolfgang Trötzmüller für euch. Ja, und ich möchte es heute verbinden. Das heißt, wir haben Smart Smokers Probe und ich möchte gerne eben die Smart Smokers vorstellen. Und wir machen das mit einem Lied von mir. Viel Spaß damit und so schaut's aus. Nur ein einziges Mal im Leben kannst du mit deinem Schicksal reden. Drum sei aufmerksam, nicht abgelenkt wie ich. Dann merkst du, wann die Zeit ist und du weißt, wann es so weit ist, geh nicht vorbei, sie hat schon so lang gewartet auf dich. Fräulein, Fräulein, du gehst mir mit aus dem Schädel. Thank you.
mir nicht auf den Schädel. Ah, und wenn da, ich denk halt noch oft an dich. Wo die gleichen Sterne uns leuchten, da möcht ich dir heute beichten. Einzige für mich. Kapo, du warst die Einzige für mich. Simone, du warst die Einzige für mich. Oh, 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 Petra, du warst die Einzige für mich. Das waren die Smart Smokers. Wir hoffen, ihr habt Bock auf mehr. Das nächste Mal am 20. Dezember im Saloon, dann am 31. Dezember ein kleines Silvester-Special auch im Saloon. Ihr findet alle Informationen natürlich bei mir auf tommylee.at, aber auch auf www.smartsmokers.at. Ja, das war's. Dankeschön fürs Einschauen wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit der heutigen Folge. Ansonsten möchte ich nur kurz verweisen auf meine kleine Bibliothek da hinten. Kannst vielleicht mal kurz, ich möchte es nur einleitend, das wird nämlich morgen das Thema des morgigen Fensters sein. Ja, da könnt ihr euch kurz eingrufen. Genau. Ja, könnt ihr euch vorinformieren, damit ihr dann morgen wisst, von was ich rede. Ja, wenn ich euch das erkläre, wie das genau war damals. Ansonsten. Tschüss, Papa, pfiat euch und so schaut's aus.